Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Siggi Rohrmüller hier auf dem TF2 Side Stories Kanal. Ja, wir sind mittlerweile im Mai angekommen. Vielleicht dazu, ich werde jetzt nicht mehr jede Aufnahme dabei sein können, da ich ja meinen Arbeitgeber, also was heißt Arbeitgeber, ich habe meinen Arbeit jetzt woanders wieder im Schichtdienst und das bedeutet natürlich, dass ich nicht mehr so flexibel bin wie davor. Aber werde natürlich trotzdem noch versuchen, so oft wie es geht dabei zu sein. Dementsprechend kann ich aber nicht so hintereinander in der zeitlichen chronologischen Reihe wie natürlich bei anderen, fährt denn jetzt nicht, aufnehmen. Fährt er nicht? Fährt er nur rückwärts? Ah, jetzt. Und genau. Ja, wir sind im Mai. Das heißt, unser schönes Grasfeld ist reif geworden. Das heißt, wir haben wieder ein bisschen was zu tun. Ich denke, wir werden uns einen Ballenwickler besorgen vom Landhandel, vom Kalle. Weil wir den dann... was ist denn hier heute los? Warum funktioniert der nicht? Ach so, ja, warte mal. Ich muss ja hier auch alles anschließen, Mensch. Das wäre natürlich noch clever. So, guck mal. Aha, jetzt geht es auch. Und wir werden denn, das Feld hier lassen wir, das brauchen wir für unsere Kühe als Kuhfutter. Und, das große Feld hinten machen wir als Silage. Dass wir da quasi ein bisschen, ja, vielleicht eine Gewinnsteigerung machen, je nachdem, was halt so passiert. Und danach werden wir die Felder hier umlegen, hatten wir mit dem EU so besprochen. Und, ich würde sagen... Was ist schon wieder los, Mensch? Warum fährt er nicht los? Was ist das? Fahren wir jetzt rückwärts die Strecke oder was? Hallo? Ah, jetzt. Also ich weiß nicht, was das hier ist. Irgendwie habe ich da noch klemmt das Gaspedal oder der Schalter hier irgendwas. Nein. So, wir fahren jetzt hier mal schön die Gaswiese ab. Das Ding hier anmachen. So. Ist doch aber der, ja. Naja. Wird schon passen. So. Jetzt hier schön das Feld nehmen. Hoppala. Ja, ansonsten hoffe ich, dass es euch gut geht, dass ihr gut ins neue Jahr gestartet seid. Natürlich auch ein schönes Silvester, habt noch alle Finger dran sind. Und, ja. Was soll man noch so sagen? Wir haben... Jetzt kann ich mal gucken, ob heute irgendwie... Der Capone war noch irgendwie bei uns. Der wollte doch irgendwie... Irgendwas war doch da mit dem... dem Erbe, was wir annehmen müssen. Mal gucken, ob da mal irgendjemand kommt. Ja. Lass uns überraschen, aber ich denke irgendwie, meinte der Capone ja, dass er sich demnächst mal einer ankündigen wird. Irgendwie dieser komische Anwalt oder was das da war. Lass uns mal überraschen. So. Sie sehen, nichts. So. Dann haben wir hier noch ein bisschen was weggemäht. Dann werden wir ein bisschen was hier rüberfahren. Perfekt. Oh, wer fährt denn da fleißig? Unser Bus. 12 Uhr. Der einmal täglich fährt. Hust, hust.
Wunderbar. Das fällt schon mal wieder runter. Sehr schön. Vielleicht drüben auf dem anderen Feld weiter, würde ich sagen. Nachdem wir die Bahn hier noch gefahren sind. Perfekt. Der nächste ziehen wir hier ein bisschen durch. Wenn wir ein bisschen mehr gesund. Dass wir hier zusammen kann. Ah, so, jetzt können wir eine schöne Bahn fahren. Genau, die beiden Felder werden dann einmal umgelegt. Besser gesagt. Vorher noch einmal gekalkt. Oder erst kalken, dann düngen. Nee. Ja, düngen sag ich schon. Flügen, wahrscheinlich machen wir den sozusagen Flügen, Kalken, Seen, Walzen. Und dann müssen wir noch einmal düngen, so glaube ich, weil wir das sonst nicht schaffen. Aber ansonsten sind wir ja dann soweit gut dabei. Was sagen denn die Felder? Oder hier ist bald gut, war die Gerste. Wir sind bald wieder in die Erntesaison. Vorrat. Na, wo ist sie? 22 Zieh. Es ist halt ein bisschen spacki hier, oder? Oder nicht? Gucken wir mal, was die. Was. Also, Fürst geht eigentlich. Steht jetzt nicht, was der hat. Ordentlich. Dann haben wir es, glaube ich, gleich geschafft hier schon. Dann gehen wir an den Sparer. Gleich mal dann runter, wenn man das will.
irgendwie zusammengeschleudert haben, dass wir den direkt anfangen können mit dem Feld. Und wir das mal durchkriegen. Also, scheiße. Hört man nicht, Entschuldigung. So, zwei Bahnen noch. Dann haben wir es geschafft. Ja, sehr gut. Perfekt, dann haben wir das gleich geschafft. Bisschen schön Feldarbeit machen hier, wunderbar. Dann ziehen wir hier noch durch. Was fährt er denn nicht? Was ist denn heute los, Mensch? Ich verstehe es nicht. Moment, Moment. Was ist denn? Ist das Galle? Gute Kalle! Mensch, die sieht man ja gar nicht mehr. Nee, du, ich weiß nicht, irgendwie war. Ich habe heute mal ein bisschen länger geschlafen. Weißt du? Was los?
Wie geht's dir? Alles gut? Oder was? Doch, aber mit dem Erbe, das macht mir irgendwie ein bisschen zu schaffen da. Der Capone war schon wieder da und... Ach, in Fichtal oder wie? Wie in Fichtal? Das Erbe. Nee, na, von diesem Onkel da. Ja. Ja, und jetzt hat der Capone war doch irgendwie letztens da. Hatte ich dich da nicht angerufen sogar mit, Ja, ich dachte, das ist ein Fichtal. Das Erbe? Nee. Ja. Nee. Das ist irgendwo mein Onkel oder sowas und... Naja, und der Capone meinte halt irgendwie, ich kann da nicht von zurücktreten und dann musste dann da irgendwie unterschreiben und alles, Mensch. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie völlig aufgelöst. Ja. Mal gucken. Oh je. Ich weiß nicht, naja. Und ich kann auch das Erbe nicht ausschlagen, also ich muss es nehmen, also, ja. Was? Das kann man nicht ausschlagen? Nein, das ging irgendwie nicht, das ist irgendwie so ein ganz spezielles Erbe, meinte der Capone. Habe ich auch noch nie gehört. Ich auch nicht, aber er meinte, es geht nicht anders. Deswegen. Verrückt. Ich, also, Kalle, du glaubst gar nicht, wie. Das verschafft mir nur unruhige Nächte. Ja, weiß ich auch nicht. Also, nee, lass dich da nicht über so hauen vor dem Capone. Nee, ich hoffe. Geh lieber nochmal zum Anwalt und lass dich da beraten oder sowas. Ja, nee, ich glaube, das. Mal nicht, gucken. Dass der Unsinn. Aber ich hab da jetzt schon unterschrieben. Wie, du hast einfach unterschrieben? Ja, naja, ja. Och, er hat ja so vertraut gewirkt und alles. Was soll ich denn da machen, Mensch? Dem traue ich keine 3 Meter Feldweg. Nee? Nee. Ach, der hat so vertraut gewirkt und das, deswegen dachte ich dir, naja. Fenster. Ja. Hm. Du, hör mal, hast du noch deine Presswickelkombi? Die Ballenpresse da mit dem Wickelding? Ich glaube, die habe ich irgendwem ausgeliehen. Wem denn? Dem Hermann. Dem Hermann? Kaktus, ja, dem was? Rebachhof. Ach, dem hast du die ausgeliehen? Ich glaube schon. Wie lange brauchen der die noch? Weiß ich nicht. Schade, weil ich würde die mir auch mal gleich ausbauen wollen. Ich habe definitiv... Ich kann ja mal anrufen und fragen, wenn du willst. Ja, alles gut, ganz entspannt, Kalle, Mensch. Also wenn die ja. Da jetzt gerade mit beschäftigt sind, dann kann das Gras ja noch kurz antrocknen. Nee, die laden sich ständig was aus und bringen es nicht wieder, weißt du? Ach so. Ja, das ist natürlich frech. Ich denke nicht dran. Na, dann sag mal Bescheid, wenn die das wieder haben. Ja. Ne? Ich hab dir hier was mitgebracht. Ja, das Ding, was ich bestellt habe, ne? Ja. Und, wie war? Hat's Spaß gemacht, damit zu fahren? Ja, ist halt der Kleine, ne? Ja, das stimmt, ja. Aber geht nicht anders. Na gut. Aber rollt gut, also. Rollt gut, ja. Ich hab schon geguckt, das macht doch einen guten Schliff. Aber ich werde jetzt trotzdem die Felder einmal platt machen. Ja. Muss einfach mal sein, die brauchen mal wieder eine gute Durchlüftung und alles, ne? Ja. Genau. Naja. Der ist cool. Ich guck mal nach deiner... Gerne, Kalle. Ruf mich einfach nochmal an. Nach der Wickelkombi. Ne? Nach der Presswickelkombi, genau. Gut. Alles klar. Sigi, mach dir nicht so einen Kopf, ne? Ah, mal gucken. Ich melde mich einfach bei dir, wenn was ist, ne? Ja, dann bis später, ne? Bis später, Kalle. Ciao, ciao. So, naja. Ich bin mal sehr gespannt, was da am Ende passiert. Ach, Kinas. So, jetzt mal weiter. Unseren Tieren geht es also halt gut, die haben wir schon gefüttert. Das hatte ich noch kurz vorher gemacht, damit wir uns damit nicht so beschäftigen, in Anführungsstrichen. Aber dadurch, dass wir die Zeit so schnell laufen lassen, sage ich mal, habe ich das schon so gemacht. So, dann holen wir uns einmal einen Schworde. Durch die Hecke hier. So. Dann nehmen wir mal einen Schwaden. Schon mal. Oh, das ist auch ein Schild. So, wie fahren wir denn am besten?
so ein Ansatz. So. Perfekt. So, dann haben wir mal hier schön was zusammenschwaden. Dann sammeln wir das ein. Ich hab's vorhin gleich vergessen, ne? Sind wir gleich mal glatt. Hoppala. Macht ja nichts. So. Frau Müller, Gude. Ja, Stefan hier, Gude. Grüß dich. Du, hör mal, ich habe mal eine Frage an dich. Ja. Möchtest du Besuch bekommen? Von wem? Von einem Gerichtsvollzieher? Von einem Gerichtsvollzieher? Ja. Warum das denn? Ich glaube, du hast doch eine offene Rechnung. Ach, du bist ja ein Vogelmensch. Von einem Gerichtsvollzieher. Droht er mir hier einen Gerichtsvollzieher an? Na, dann werde ich jetzt erst recht nicht die Rechnung bezahlen. Nein. Sind nur 2000 Euro. Ich weiß, dass du das hast. 2000? Ja, das müsste ich haben. Hier, 2700 sind sogar, du Halsabschneider. Ja. Da gucken wir gleich mal die Details an. Ah, na gut, ist genehmigt. Ja, wollte schon sagen. Und bezahlt. Wenn du das alles machen lässt von uns. Wenn ich was? Wenn du das von uns noch machen lässt. Ja, na, was denn? Ich bin doch ein fauler Landwirt, Mensch. Ja, du bist halt einfach so spottbillig. Verstehe ich gar nicht, wie du dich über Wasser halten kannst bei der Inflationsrate. Ja, ich werde jetzt die Preise erhöhen, so ist es nicht. Ach, jetzt wirst du die Preise erhöhen, ja? Ja, jetzt gerade, wo mir jetzt jemand zugeflüstert hat, weißt du? Aha. Ja. Du hör mal, ich bin die Sache da mit meinen beiden Wiesen hast du noch auf dem Schirm, ne? Wolltest du die gemäht haben, ne? Nee. Gemäht und Schwaden und alles mache ich gerade selber. Ich muss es noch abräumen gleich alles. Ja. Dass du mir die danach einmal pflügst, kalkst und neue mit Wiese ansehst. Ja, ich hatte nämlich, du warst ja bis gerade eben noch nicht da, ne? Na, ich habe halt ein bisschen länger heute geschlafen. Ja, ich habe heute mal einen Fall gemacht. Zu mähen, aber wenn ihr schon einmal dabei bist, nee, ich jetzt gleich mich mit einem tiefen Drucker auf den Weg machen. Ja, ganz entspannt, ich muss erstmal noch die Felder räumen. Danach können wir. Was wolltest du denn damit machen? Na, wie? Also was? Einsammeln oder ballen oder so? Na, ich würde das eine Feld mache ich gerade lose. Ja. Und das andere würde ich Ballen pressen und dann aber direkt wickeln. Aber sonst hätte ich gesagt, ich bringe die Ballenpresse oder den Sammelwagen mit. Sammelwagen. Ja, kannst auch einen Sammelwagen schon mitbringen, wie du möchtest, aber das stellst du mir ja dann in Rechnung alles, wie ich dich kenne. Nein, ausnahmsweise nicht. Na gut. Nee, alles gut. Nee, ja, dann bring schon einen Sammelwagen mit, wenn du alles rankriegst. Ja, gar nicht klar. Ich hab ja einen Mitarbeiter. Ne? Alles klar, dann machen wir das alles so. Alles klar, bis gleich. Jo, bis gleich. Ciao. Ciao. Gut, aber meine lieben Freunde, das war's mit der ersten Folge wieder für die heutige Aufnahmesession. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und lasst gerne ein Like natürlich auch da oder einen Kommentar. Und schaut auch gerne bei den anderen vorbei. Bis dahin, ciao, ciao.